Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video erkläre ich euch das schriftliche Dividieren. So, auf geht's. Die Voraussetzungen beim schriftlichen Dividieren sind einmal 1-Kenntnisse. Ohne geht es nicht. Ist ja auch klar, Dividieren ist Malrechnen rückwärts. Fangen wir mit einem einfachen Beispiel an. 84 geteilt durch 4. Und nun geht's los. Ich muss mir jetzt überlegen, wie oft passt diese 4 in die 8? Klar, 2-mal. Und jetzt rechne ich rückwärts. 2 mal 4 sind 8. Und das schreibe ich hier hin. Jetzt mache ich einen Strich drunter. Und jetzt rechne ich 8 minus 8 sind 0. Nun bin ich mit der Reihe fertig. Und jetzt hole ich mir die nächste 4 runter. Also die nächste Zahl. Die 4. Und jetzt muss ich mich wieder fragen, wie oft passt die 4 in die 4? 1-mal. Und jetzt rechne ich wieder mal. 1 mal 4 sind 4. Strich drunter. 4 minus 4 sind 0. Jetzt ist die Aufgabe beendet, weil nichts mehr über ist. Und das Ergebnis ist 21. Und jetzt könnte ich das überprüfen. 21 mal 4 sind 84. Ich könnte hier also eine Nebenrechnung machen. Ich bin mir aber sicher, dass das stimmt. Schauen wir uns eine zweite Aufgabe an. Wir machen es ein bisschen schwieriger. 164 geteilt durch 2. Und wieder fange ich vorne an. Wie oft passt die 2 in die 1? Gar nicht. Jetzt könnte ich hier eine 0 hinschreiben, das bringt aber nichts. Also überlege ich mir jetzt im nächsten Schritt, wie oft passt die 2 in die 16. Richtig, 8-mal. Und jetzt rechne ich rückwärts. 8 mal 2 sind 16. Strich drunter. 16 minus 16 sind 0. Jetzt bin ich mit der 16 fertig. Nun hole ich mir die 4. Und jetzt wieder das Gleiche. Wie oft passt die 2 in die 4? 2-mal. Jetzt rechne ich rückwärts. 2 mal 2 sind 4. Strich drunter. 4 minus 4 sind 0. Und schon bin ich mit der Aufgabe fertig und ich habe mein Ergebnis. Und das Ergebnis ist 82. Schon bin ich fertig. So, machen wir es ein bisschen schwieriger. Gehen wir in den Tausender. 5255 geteilt durch 5. Das funktioniert nämlich auch mit beliebig großen Zahlen. So, und jetzt versuche ich die Zahl so weit wie es geht zu zerlegen. Wie oft passt die 5 in die 5? 1-mal. 1 mal 5 sind 5. Strich drunter. 0 bleiben über. Jetzt hole ich die 2 runter. Wie oft passt die 5 in die 2? Gar nicht. Also eine 0. Und jetzt rechne ich weiter. 0 mal 5 sind 0. So, und dann bleiben da halt 2 über. Jetzt hole ich die 5 runter. Wie oft passt die 5 in die 25? 5 mal, weil 5 mal 5 25 sind. Strich drunter, dann bleiben 0 über. Jetzt hole ich mir schon die letzte Zahl. Wie oft passt die 5 in die 5? 1-mal. 1 mal 5 sind 5. Strich drunter. Und 5 minus 5 sind 0. Es ist nichts mehr über. Also ist die Aufgabe fertig. Und das Ergebnis ist 1051. Zum Schluss muss ich noch erwähnen, dass es natürlich noch zwei weitere Arten gibt. Und einmal ist es schriftliches Dividieren mit Rest. Das ist dann der nächste Schritt, der im Mathebuch kommt. Und dann gibt es das schriftliche Dividieren mit Kommazahlen. Zu beiden Varianten findet ihr Videos in meinem Kanal. Okay, das war's. So Leute, das war's. Das Video ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr was gelernt. Hinterlasst mir doch einen Kommentar oder zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Okay, das war's.